Es war eine Premiere, die man am Sonntagmittag im Gera Theater erleben durfte. Zum ersten Mal in Thüringen fand hier die Preisverleihung zum Bundesfestival Video statt. Aus der Rekordzahl von über 800 eingesendeten Beiträgen wurden 41 Filme nominiert und daraus die Sieger ermittelt. Das Festival versteht sich dabei als eine Art Leistungsschau der Amateur- und Nachwuchsfilmer, bei der es weniger auf Technik, sondern mehr auf die Geschichte und Machart der Beiträge ankommt. Der Deutsche Jugendvideopreis und Video der Generation soll zudem den Dialog zwischen Menschen verschiedenen Alters fördern, betonte die Thüringer Sozialministerin in ihrer Rede zur Preisverleihung. Bereits die Teilnahme am Wettbewerb selbst ist schon ein Zeichen dafür, dass Videoarbeit für Jung und Alt weitaus mehr ist als der Urlaubsfilm und der bloße Bericht über ein Ereignis. Und dieses Engagement wurde zum Abschluss des Festivals gewürdigt. 32 Mal wurden im Konzertsaal des Theaters Preise an die Filmemacher vergeben. Dabei wurde auch zweimal der Publikumspreis vergeben. Einen davon bekam die Kunststudentin Christine Schäfer für ihren Beitrag Alf und Sven. Medienkompetenz zu fördern ist ein Anliegen des Bundesfestivals Video. Das sei schon in jungen Jahren wichtig, betonte TLM-Direktor Jochen Fasko. Er unterstrich zudem die Bedeutung der Medien, um sich auszudrücken. Wir machen ja sehr viel im Bereich Radio und Fernsehen, beziehungsweise die Bürgerinnen und Bürger. Das ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen. Radio oder Audio geht ins Ohr, Bilder bewegen und ja, Video wirkt. Und wenn man das schafft, und Sie alle können das ja, wenn man das schafft, Bilder zusammenzustellen, den Ton dazu zu bringen, dann kann man vieles bewegen. Bewegt von den Beiträgen zum Bundesfestival Video 2011 zeigte sich auch Schauspielerin Susanne Bormann, die die Patenschaft über die Veranstaltung übernommen hatte. Sie war begeistert davon, wie die Filme trotz einfacher Mittel, aber mit viel persönlichem Einsatz eine große Wirkung erzielen konnten. Für sie gibt es klare Unterschiede zu kommerziellen Produktionen. Also diese Haltung, mit der er an Geschichten geht, ja, dass es eben nicht darum geht, wie erstelle ich ein kommerzielles Produkt, das dann einem Publikum zugute geführt wird, das guckt denen an, das gefällt denen und dann haben sie ihn auch wieder vergessen, sondern dass es nicht um ein Produkt geht, um etwas Kommerzielles, sondern dass ihr aus einem persönlichen Anliegen heraus erzählt, ja? Weil ihr euch etwas aufgefallen ist, weil euch etwas nahe geht, weil ihr wollt, dass andere Menschen etwas erfahren, etwas wissen und die Welt mit euren Augen sehen. Ihr entwerft eine fiktive Geschichte oder schreibt weiter eine Dokumentation und man geht mit eurem Helden einen Weg, ja? Und kann sozusagen über diesen Weg, den man mit dem Helden geht, in diesem sicheren Abstand des Zuschauers erzählt oder ihr im sicheren Abstand des ich probiere hier mal ein bisschen aus und denke mir mal eine Geschichte aus und ach, ich lasse sie jetzt mal so handeln. Ja, erfährt man eben was über das Leben und lernt fürs Leben und das ist was für mich total wichtig ist. Und genau durch die frischen Ideen und ungewöhnlichen Sichtweisen lernt man von den Filmemachern des Bundesfestivals Video etwas über das Leben. Und die Medien als prägender Einfluss im Alltag werden hier nicht nur konsumiert, sondern selbst gestaltet. Man darf nun gespannt sein auf die Beiträge im kommenden Jahr.